Und Scruffy, man muss Gang schalten jetzt. Oh je, ich bin immer Automatik gefahren, doch. Warte mal, jetzt denn. Jetzt. Also man muss nicht so schalten, wie du dir das vorstellst. Es gibt so einen Lastgang und rückwärts und vorwärts und neutral muss man halt selber einlegen. Ne? Also es gibt noch eine Automatik für die einzelnen Gänge, nur... Willst du denn mit Lenkrad oder Gamepad? Mit Gamepad. Ich weiß nicht, ob das so ein Lenkradspiel ist. Nee, ich glaube nicht. Da geht's zu Lumbermill. Also ich will jetzt nicht zu viel sprechen, aber es fährt sich schon mal besser. Oh oh. Sperrung. Ja, ja, du mich auch. Knirsch. Du bist wahrscheinlich auch mit diesem komischen Pickup, diesem Chevrolet, glaube ich, gestartet, ne? Ja. Das sieht doch aus, als käme ich da locker durch. Herrlicher Wasserstand. Guter Start. Easy. Das ist halt hier das Tutorial. Steuerung ist halt ein bisschen anders. Ja, aber es geht. Für die ganzen, also Tastenbelegungen jetzt hier am Gamepad. Und für alle, die den die Vorgänger nicht kennen, halt, ja, Beobachtung entdeckt und so. Beobachtung starten. Boah, ich muss mal den Rückwärtsgang einlegen. So, nee, das ist N, das ist R und jetzt Gas. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die Kameraausrichtung nicht automatisch ist, immer wenn man rück auf. Da kann man das über... So, nee. Wenn du... Oh, das könnte jetzt böse enden. Ups. Ich fahre gerade hinter der Tankstelle durch das Matschloch. Bin ich dran vorbeigefahren. Einfach außen übers Gras direkt daneben. Das ist schon unten beim Truck. Ich hab ihn doch gefunden. Oh, das hat sogar ganz gut geklappt. Nehmen wir den Lastgang wieder raus und gehen in die Automatik. Juhu, hab den Turm gefunden. Stahlträger und Holzplanken liefern, okay.
Oh, Scruffy, die Innenperspektive ist auch gut geworden von im Spiel. Ja, Regel 1. Schalte ich die Kameras durch? Du drückst auf den Stick, womit du die Kamera drehen kannst. Ah ja. Schön, dass du mir erzählt hast, dass der Truck hier absolut nicht offroad-tauglich ist, aber er nur über die Mattstraßen hier erreichbar ist, wenn du jetzt daraus fahren musst. Also meiner fährt ganz gut über diese Straßen hier. Oh, jetzt habe ich mir 2 Punkte Schaden gemacht. Habe ich jetzt einen... Wann findet man eigentlich die erste Garage? Das wäre doch mal interessant zu... Ui. Baustelle. Ich habe meinen Truck gefunden. Du hast den bestimmt auch schon gefunden, oder? Ich bin auch mit dem Truck gerade unterwegs. Ich bin jetzt in der Stadt und habe gerade die Baustelle umgefahren. Ups. Stahlträger, so wo kriege ich jetzt Stahlträger her? In der Stadt. Die kommen jetzt. Ach da, Stadtlager. Zur Brücke. Scruffy, welches war Regel 2 nochmal? Handbremse lösen, ne? Das war doch Regel 1. Ja, Regel 1. Regel 2 war nicht vor Bäume fahren, glaube ich. Regel 3 war nicht im Schlamm stehen bleiben, um auf die Karte zu gucken. Der Sound ist auch besser geworden, habe ich das Gefühl. Also von diesem Truck ist der Sound wirklich gut. Oder kommt mir das nur so vor, dass sie da auch ein bisschen was geschraubt haben? War ich jetzt gerade überhaupt in die Stadt? Ah, ich fahr jetzt in die Stadt. Wenn man mit Vollgas reinfährt, kriegt man einen Schaden, wenn man vorne aufsetzt. Aber irgendwas ist ja immer. Ich fahr jetzt mal ein bisschen Innenperspektive, mal gucken, wie das wird. Hast du dir bei dem Truck die Innenansicht schon angeguckt? Die ist auch schön geworden. Das haben sie gut gemacht. Besonders... ich war schon in dem drin, hab die nur bei dem gesehen. Besonders den Schlüssel, wo unten dieses Ding, was so baumelt dran ist, das finde ich eigentlich ganz schick. Ist das ein Ding, ne? Ja. Ah ja. Dann zu regnen, aber toll. Hast du eigentlich den Anhänger hinten angehängt in der Stadt oder hast du den da stehen lassen? Den habe ich da stehen lassen. Was war denn da drauf? Ich gucke jetzt mal, deswegen. Man braucht Holzplanken. Wenn das jetzt Holzplanken waren, die ich nur nicht aufgepasst habe, und dann wäre das ja doof. da sind... Ich weiß nicht, was da drauf ist, ehrlich gesagt. Irgendwas ist da drauf, aber ich kann dir nicht sagen, was. Und du kommst auch ganz bescheiden dahin, um den Vektor wegzuziehen, glaube ich.
Stange vorne ist schon ein klein bisschen eingedellt. Wenn ich halt mit Vollgas dann in den Fluss bin. Wenn die alternative Route gar nicht angeguckt. Oh, Scruffy, der Anhänger ist nicht besser, wenn du den hinten hinter hast. Was ist da drauf? Warte mal, was ich da drauf? Steht eigentlich nicht drauf, was da drauf ist. Steht nicht drauf, was da drauf ist. Aber aus wie Dachziegel. Ich war jetzt am Sägewerk und hab die Holzplanken eingesetzt. Und guck mal, ob ich den gleichen Weg zurückfahren kann. Ich entlade mal den ganzen Scheiß hier auf in der Stadt, ne? Entladen. Die Fracht anständig verteilt ist. So, wie lade ich denn jetzt hier was auf? Bin ich überhaupt richtig jetzt an der Stelle, wo ich jetzt stehe? Ging das automatisch bei... Ist die mit dem Haken, ja. Dann kannst du mit X die Fracht... Ach, die mit dem Haken, nicht die andere daneben. Ja, mit dem Haken. Ich glaube, die gelbe... immer noch nichts an, die ist rot bei mir. Warum zeigt er mir hier nichts an? Wie geht das denn? Jon. Wieso zeigt er... Warum zeigt er mir nichts an? Was zeigt er dir nicht an? Dass ich irgendwas aufladen kann. Bei mir will er nichts aufladen. Stadtlager muss er nehmen, das ist genau in der Kreuzung. Und dann kannst du... X drücken, was? Spielst du mit Controller? Ja. Dann X drücken und dann kommt Fracht für Frachtverwaltung. Ah, da. So, Stahlträger. Wie viele brauche ich? Eine, ne? Jo. Brücke gebaut und jetzt geht's zur Garage. Ah, warte dann da auf mich. Bin glaube ich noch nicht so weit, ne?
natürlich die Frage, wie viele Holzplanken kriege ich auf einen Anhänger drauf. Oh, ich muss mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Wenn man einen Anhänger hinten dran hat, dann muss man doch mal gucken, wo der hinläuft, ne? Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Er war jetzt ein bisschen am Schaukeln gerade. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht davon, dass sie so einen eindeutigen Rückschritt gemacht haben zum Vorgänger. Man kann keine Vögel mehr aufschrecken, wenn man hupt. Echt? Also bisher ist zumindest noch keiner dadurch aufgeschreckt worden. Werkstatt entdeckt! Hier kommt jetzt am schlauesten zwei Brücke da. Okay, ich bieg da ab, fahr da hoch und fahr dann da lang, okay. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade eigentlich ein bisschen fasziniert von der Innenperspektive und fahre da auch viel drinne. Man hat zwar eine scheiß Übersicht, also wirklich scheiße, aber ist ganz witzig. Und mal gucken, ob er das mitmacht. Ich fahre jetzt durch den Fluss mit Anhänger und LKW. Ah, sieht gut aus. Raffi, noch da? Ja. Gerade das Tutorial gemacht und bin jetzt in Alaska. Oha. Oh, ein Anhänger-Shop. Wo man Anhänger kaufen und verkaufen kann. Die Anhänger, die rumstehen, einsammeln und verkaufen fahren.
Wie hast du das bei der Brücke gemacht? Hat er dir irgendwann angezeigt, dass du hier entladen kannst, oder? Ja, einfach da auf diesen Punkt fahren. Und dann auch wieder mit X in dieses Frachtmenü und dann kann man entladen. Die Straßen hier sind eisig. Wie kommt denn sowas? Au. Oh, jetzt hat die Brücke sich gebaut. Jetzt sind die Holzbohlen drauf. Der Teer ist jetzt auch drauf. Oh, ich habe jetzt 8000. So, und jetzt finde die Werkstatt. Wo finde ich denn die Werkstatt? Einfach immer der Straße folgen und da kommt dann ein Schild an der ersten Abzweigung rechts Werkstatt. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz schlechte Idee, was ich gerade tue. Staffi Regel 3. Die gute alte Regel 3. Ich glaube, ich bin falsch gefahren.
Weißt du, was auch doof ist? Wenn man vergisst, dass man den Lastgang drin hat und sich wundert, warum man nur so langsam fährt. Ich weiß nicht, ob das so gut war, hier mit dem Anhänger durchzufahren. Ist das noch Walzenwerkstatt? Ich hab's ohne Anhänger gemacht. Verkehrshütte aufgestellt, die ich umgefahren habe. Halt, ist es noch. Ich glaube, ich bin völlig beschissen gefahren, aber gut. Ich bin gerade in diesem Waldstück neben dem Bauernhof. Falsch um die Garage gefahren, wie es aussieht. Hä? Falsch um die Garage gefahren. Ja. Zum Ausgang gefahren, in Sicht. Ah ja. Üben wir nochmal. Das ist lustig, dass man vorne rein, hinten wird man rausgesetzt. Okay. Oh, man kann auch Bäume kaputt ziehen. Habe ich gerade gemerkt. Mit der Winde? Hm? Ja. Weißt du denn, wo ich das Licht anmachen kann? Nein. Whoops.
Ich hab's gleich zur Werkstatt geschafft. Ups. Ich war mir mein Schiff kaputt. Voll Dampf. Ich sehe zumindest die Werkstatt schon, das ist doch schon mal gut, oder nicht? Jo. Willst mich doch verarschen jetzt Spiel, oder? Ja, Bremsen trifft. Das hatte nicht lang gedauert. Jetzt das ist jetzt nicht der Ernst des Spiels, oder? Mein Auto liegt auf der Seite. Ja, ich habe mich gerade festgefahren mit dem LKW. Wie hast du das denn geschafft? Mach den Anhänger ab einfach. Jetzt liegt der LKW, glaube ich, auch gerade auf der Seite. Okay, der LKW, der hier steht, hat einen leeren Tank. Verdammt. Ja. Der Motor ist abgesoffen, weil er auf der Seite liegt. Ja, anscheinend muss ich mich jetzt zurücksetzen. Tatsächlich. Ich bin ungefähr 100 Meter vor der Tankstelle. Werkstatt. Was? Werkstatt. Ja. Yes. Wo hast du dich denn da festgefahren? Nee, ich habe mich jetzt auf die Seite gelegt, als ich versucht habe, mich da rauszulösen. Ach so. Das heißt, ich war schneller. Hm? Das heißt, ich war eindeutig schneller. Ja. Schneller in der Werkstatt und ich habe mich schneller auf die Seite gelegt. Das sind schlechte Voraussetzungen für dich heute fürs Rennen. Ich nehme, glaube ich, jetzt den Sprinter. Den anderen. Kannst du auch mit dieser hinfahren. Ja, habe ich auch gerade so entschieden. Ups. Jetzt ist trotzdem noch die Frage. Jetzt trotzdem noch die Frage, wie ich zum das Licht anmache. Du kannst übrigens doch hupen. Ja, hupen kann ich. Das mache ich auch schon die ganze Zeit. Aber es flattern keine Vögel mehr weg. Dann ziemlich viel gehupt und bisher habe ich nichts gesehen oder gehört von denen. Na, kommt mal, da liegt noch auf der Seite.
nicht, ich habe den Truck hier festgefahren. Sich gemerkt. Jetzt nicht ausschließen. Ziemlich dunkel. Ich habe gerade mal irgendwelche Tasten auf Controller gedrückt und habe meine Binde während der Fahrt schnell verbunden. Jetzt sollte ich doch einfach nachgucken, wo man das Licht anmacht. Also Abblendlicht habe ich ja quasi an. Allerdings sieht man das in der First Person nicht wirklich. Wenn man zu hoch sitzt. Wenn man nahe an irgendwas dran fährt, sieht man das. Linker Button. Drück mal linker Button. Linker Button und B. Das Spiel hat mir das gerade angezeigt. Ich dachte so, probierst du doch mal aus. Hatte das bei mir bestimmt auch schon gemacht. Ich hab's noch nicht gesehen. Die Animation toll, wie auf die Bla. Hab's zur Werkstatt geschafft. Yay. Bin gleich auch wieder da.
Jetzt erklärte der mir, dein Auto da einlagerst quasi. Das war ja das, wo er beim Coop vorgewarnt hatte. Dass du keine eingelagerten Fahrzeuge hast. Und dann hier auf die Weltkarte gehst und Alaska wechselst. Ich sehe die ganzen Fahrzeuge, die man sich noch so holen kann. Rang 26. Ich glaube, den haben wir noch nicht ganz. Es sind ja nicht wenig Trucks, mal ganz ehrlich gesagt.